Sie wissen, wir sprechen immer über die Ukraine oder etwas, was mit der Ukraine zusammenhängt. Vor einigen Jahren sprachen wir über die Krise im Irak, Krisen in verschiedenen anderen Ländern. Wir sprechen immer über das, was geschehen ist, aber nicht über das, warum es geschah. Aber wenn Sie darüber sprechen wollen, was auch ziemlich wichtig ist, möchte ich mit dem Thema, warum gibt es diese Krise in der Ukraine, beginnen. Ich bin überzeugt, als die bipolare Weltordnung durch den Zusammenbruch der Sowjetunion zu Ende ging, waren unsere westlichen Partner, vor allem die USA, in einer Art Euphorie. Anstatt eine gut nachbarschaftliche Beziehung in Partnerschaft zu begründen, erkundeten sie freies geopolitisches Terrain, frei nach ihrer Meinung. Und so wurden wir Zeuge der Ausbreitung der NATO. Ich habe mich immer gefragt, warum das passiert ist, und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass einige unserer Partner die Illusion hatten, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg eine Weltordnung gab und nun nach dem Ende der UdSSR ein Vakuum gefüllt werden musste. Ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist, Probleme wie diese zu lösen. Deshalb geschahen die Dinge im Irak. Wir wissen, und unsere Partner stimmen dazu, dass im Irak Fehler begangen wurden. Aber trotzdem geschah es ein weiteres Mal, in Libyen und jetzt in der Ukraine. Wir sind nicht der Ursprung dieses Krisenphänomens, das in der Ukraine geschieht. Sie hätten den Staatsstreich und Verfassungsbruch nicht unterstützen sollen, der zu einer ernsten Konfrontation in der Ukraine führte, einem Bürgerkrieg, der dort war. Was soll jetzt geschehen? Heute, kein Zweifel, sollten die Vereinbarungen von Minsk, der Hauptstadt Weißrusslands, eingehalten werden. Wenn wir mit ihnen nicht einverstanden gewesen wären, hätten wir sie nicht unterzeichnet. Aber wir haben sie unterschrieben und möchten ihre komplette Umsetzung erreichen. Aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf einen Fakt richten, auch die Aufmerksamkeit unserer Partner. Wir können das nicht alleine tun. Und ich wiederhole es wieder und wieder. Sie sagen uns, Russland soll die Situation in der Ukraine beeinflussen. Aber das reicht nicht. Einfluss sollte auch ausgeübt werden auf die Autoritäten in Kiew. Das können wir nicht leisten. Das ist der Weg, der von unseren westlichen Partnern beschritten werden muss. Den Europäern, den Vereinigten Staaten. Lasst uns zusammenarbeiten. Это та дорога, по которой должны пройти наши западные партнеры, европейцы и американцы. Давайте вместе работать.